Gabrielle Kelly und Malika Tschumev gelten in der 17. Staffel von Let's Dance als Favoriten. Dem Kelly Family Star kommen nun aber erste Zweifel. Bei Let's Dance geht es langsam in den Endspurt, vier reguläre Live-Shows stehen noch bevor, bis am 24. Mai das große Finale der 17. Staffel ausgetragen wird. Wird es Gabrielle Kelly soweit schaffen? Bislang sieht es gut aus, denn der 22-Jährige und seine Tanzpartnerin Malika schlagen sich bislang extrem gut. In den ersten 7 Shows lief das Duo noch nie ernsthaft Gefahr, eliminiert zu werden. Doch nun, in Trainingswoche 8, stellt sich auch bei dem sonst so gelassenen Sonnenschein langsam ein wenig Nervosität ein. Genau wie vor ihm schon Sophie Thiel, die in der 7. Live-Show rausflog, oder Kumpeline Ann-Kathrin Bendixen, die sich bislang wacker in der Show hält, berichtet Gabrielle Kelly nun auf Instagram, was Let's Dance mit ihm macht. Dabei geht es nicht nur auf die emotionale Veränderung ein, sondern auch auf die körperliche Belastung. Dem Kelly Family Abkömmling kommen auch erstmals Gedanken an ein Ende seiner RTL-Tanzreise. Gabrielle Kelly denkt erstmals über Let's Dance aus nach. Ich komme gerade vom Training, bin mega fertig, hab lang nicht mehr eine Story so gemacht und ein bisschen erzählt, wie alles so läuft, beginnt er am Montagabend, 22. April, seine Ausführungen. In dieser Woche gehe alles deutlich schneller und laufe besser als in der Vorwoche. Mit der Samba, für die er am Ende nur 21 Punkte bekam, habe er sich alles andere als leicht getan. Hat mich auf jeden Fall zum Ende hin zum Verzweifeln gebracht und dann am letzten Tag, irgendwie hat's dann Klick gemacht. Das sind so diese Struggles, die man vor der Kamera oder während der Live-Show dann halt sieht oder mitbekommt, verrät er. Nun stehen die Zeichen aber wieder auf Erfolg. Wir haben Tag 2 und ja, es funktioniert irgendwie alles so. Manchmal hat man gute Tage und manchmal echt Tage, wo man sich denkt, fuck, wie soll ich das bis zum Freitag schaffen, wie soll das funktionieren, so viele Informationen. Vor allem, es werden ja mehr Tänze, es wird komplexer, der Druck wird höher, reflektiert Kelly weiter. Let's Dance 2024, Trainingswoche 8, Verletzungen und Wehwehchen. So geht es Gabrielle Kelly körperlich.